Back to Basic Gaming. Ich habe mir ein Spiel bei Steam gekauft, das im Early Access ist, und das nennt sich Terra Incognita. Das ist ein Retro-RPG. Also so wie Final Fantasy früher. Mit Retro-Grafik, Retro-Gameplay, Retro-Retro alles. Das gibt's noch nicht in Deutsch, soll aber rauskommen. Die Firma jetzt heißt auch Back to Basic Gaming. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich fange schon mal auf Englisch an, weil die Steam-Bewertungen waren echt gut von dem Spiel. Und ja, ich würde das jetzt einfach mal eine Zeit lang mit aufnehmen. Ja. Da haben wir es schon. Terra Incognita Chapter 1. The Descendant. Settings habe ich schon soweit gesetzt. Wir gehen mal auf New. Und fahren den Mauszeiger weg. The world of Terra is slowly falling into chaos. The Vol'Ganis Royal Family have ruled over Terra for the past 500 years. Also die Vol'Ganis-Familie, die königliche Familie, hat über die letzten 5 Jahre in Terra reagiert. Regiert. Oh mein Gott. So. Also noch nicht die letzten 5 Jahre, sondern 500 Jahre. So, jetzt nochmal ganz locker weg. But an evil seed of corruption has been planted. Also eine böse Saat ist gepflanzt worden. A powerful, malevolent force grows within the walls of the Vol'Ganis Imperial Castle. Eine böse Macht braut sich da in dem Castle, in dem Schloss zusammen der königlichen Familie. Legend has it that the gods of Kalem keep watch over Terra. Die Götter von Kalem wachen über Terra, was auch immer. Kalem wird wahrscheinlich das Land sein. And when Terra is need, the gods wake their soldiers from an eternal slumber. Die Soldaten, also die Helden, werden erweckt werden durch die Götter, wenn Terra das Ganze braucht. And send them to Terra to reset the balance of the world. Und die werden dann nach Terra geschickt, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Klingt ein bisschen nach der typischen Geschichte eines RPGs. We call these soldiers. Wir nennen diese Soldaten Descendants. Absteiger. Apropos Absteiger. Nein. So, da ist ein Stern aufgegangen eben oder hat geblinkt. Ich mag ja so eine Grafik irgendwie. Siu. Bam. Shepa. Eine Errungenschaft haben wir freigeschaltet gerade. The Fallen Hero. Nur gefallen sind wir. Da angelt ein Mensch. Come here, you. Ich übersetze das jetzt nicht immer. Hey there, little fella. You're gonna be my supper. I'm hungry. Time to get home and cook her up. Ich muss ganz kurz. Geht nicht. Was ist das denn?
Na toll, wie ist denn... Das ist ja witzig. Escape funktioniert nicht. Ich drücke kurz mal alle Tasten. Weil ich wissen möchte, wie man speichert. Naja, egal. Achso, WASD geht auch nicht. Moment, wenn WASD nicht geht, geht irgendwie gar nichts. Naja, gut. Machen wir jetzt mal weiter. Hey, you there. Are you okay? Where am I? Schniekerbursche, Bart habe ich auch. Nur nicht so lange Haare. You don't know? How the heck did you get her here? I don't remember. That's strange. Did you bump your head? Also, fragt man sich, als ob wir unseren Kopf gestoßen haben. I'm not sure. I don't think so. You really don't see many people out here. These old ruins are kinda scared? Except me, of course. This place is great for fishing. I was just heading home to cook this beauty up. You hungry? Yes. Great. Can you get up? Need some help? I'm okay. Kurz zusammengefasst, der gute Kollege ist hier fischen gewesen, weil eigentlich ist das eine Gegend, wo nicht so viele Leute vorbeikommen und hat uns hier jetzt gefunden und fragt uns, ob wir mitkommen wollen und seinen tollen Fisch, den er gerade gefangen hat, mitessen wollen. Und wir sagen, okay. My place isn't far from here. We should get moving. It'll be dark soon. Es wird auch bald dunkel. Oh, I'm Leon, by the way. Also der Fischer mit den Pfeilen im Hintergrund heißt Leon. I don't suppose you can remember your name. Also wir sind ja, also wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Und er vermutet, dass wir unseren Namen nicht wissen. You know it's strange. I think I do. Also wir sagen ja. My name is Alexis, ist er nicht. Thorgeth. Nice to meet you, Thorgeth. Sagt Leon. Oh, is it your sword? It's Excalibur. Feels warm. Wir haben ein warmes Schwert. He-Man. I have used this blade before, I can feel it. Also wir wissen, wir haben das Schwert schon mal irgendwo benutzt. Cool. Für die Zukunft, wenn ich das Let's Playe, einfach mal Bescheid sagen. Soll ich es gleich übersetzen, soll ich es gar nicht übersetzen? Wie auch immer. You're gonna need it too. This place is crawling with monsters. Also hier gibt es doch Monster. Ist gut, dass wir ein Schwert haben. They aren't strong though. We'll be fine. Also nicht so starke Monster für den Anfang. We need to follow the path out of the ruins and then head north to northeast to my heart. Wir gehen jetzt zu seiner Hütte. Right. Game controls. Press escape to access the game menu. Das ging gerade nicht. Hold shift key to sprint. Das müssen wir uns merken. Press F1 to change keyboard control settings. Press F5 to toggle screen. You can also access the game settings in the game menu. F1 ging schon mal. So. Ah. Jetzt können wir nämlich hier kurz... Ich bin mir nicht sicher, ob die Musik erlaubt ist oder nicht. Von daher machen wir die mal sehr leise. Hat gut geklappt. Hä? Naja. So, wir haben hier das typische Menü...
Magier, was die Magie ist. Wir kommen zurück. Also Escape, Archery. Gear and Stats. Wir haben Weapons, wir haben Equip Best. Remove All, alles klar. So, Loot haben wir im Moment keinen hier. Settings. Ja, egal. Wir gehen mal raus. Northeast, hat er gesagt. Nee. Da hat er geangelt. Ne, hier wohl auch nicht. Nein, ich glaube, wir sind hier falsch. Also er wollte ja, das ist ja, wäre auch Quatsch, er wollte ja hier lang, aber wo wollte er hin? Ach, da unten. So, da scheint schon ein Kampf stattzufinden. Look out, Thorgeth, sagt uns Leon. We can take him. Remember how to use that sword? Wir können uns scheinbar gut daran erinnern, wie dieses Schwert benutzt werden soll. Okay, great. Pace yourself. I have some potions in my loot bag. Help yourself if you get hurt. Also typisch wie auch bei Final Fantasy können wir Potions nehmen, also Heiltränke, wahrscheinlich rundenweise. So. Wir haben die Möglichkeit, Leon ist, glaube ich, dran, genau. Attack, Magier, also attackieren, angreifen, Magie, Archery und Loot. Archery können wir gerade nicht machen. Das heißt, wir machen normalen Attack. Was ist Swordplay? Kann ich auch nicht. Kann man wahrscheinlich später lernen. Machen wir einfach mal grob zwei Angriffe. Okay. Wir haben kein Leben verloren. Der Scava Knight aber schon. Just a tip. If a battle is getting overwhelming, you can try and make a break for it. Also wenn, wie auch bei Final Fantasy, können wir hier einfach flüchten. In most battles you can press back from the battle menu. Then if the battle is too much for you, just select run away. Even the best warrior need to run for it every once a while. Also, wir können fliehen und das ist natürlich nicht schlimm, sagt er hier. Das ist alles ganz okay und wie auch immer. Thanks. I'll try and keep that in mind. Er ist ausgewichen und uns hat er erstmal 98 abgezogen. Dafür haben wir ihm wieder schön 63 reingeknallt. Oh, der hält aber viel. 115. Der muss doch langsam mal down sein. Von wegen. Ah, er ist rot. Rot heißt wahrscheinlich, er ist schwer verletzt. Da fehlt dir jetzt gerade irgendwie die Massive Damage. Das ist wohl ein Crit. Und wie auch in Final Fantasy bekommen wir jetzt hier XP und Gegenstände. Wir haben 22 XP gekriegt und 14 Gold. Oh, Thorgas, I forgot to tell you. Hm? Seltsam. Er hat uns das vergessen zu sagen. Most monsters are weak to a certain element. Das heißt, auch hier, wie bei Pokémon zum Beispiel, gibt es Weakness, also Schwächen bei bestimmten Elementen. An element? Yeah. There are a few types of elements. Most monsters have a weakness to at least one element. Also jedes Monster hat zumindest eine Schwäche. Und es gibt einige Elemente. Monsters in the ruins and forest areas near here are weak to fire. Wer hätte es gedacht? Waldmonster haben Angst vor Feuer. So if you have any abilities that deal fire damage, you should use them on the monsters in this area. Right. What about monsters in other areas? How will I know what element they don't like? Also, hier natürlich ganz richtig die Frage gestellt. Wie kriegen wir raus, gegen was ein Monster eine Schwäche zeigt? Und
Er sagt jetzt ganz einfach, look at the environment and watch for the type of attacks and abilities used by different monsters. Super. Wir sollen einfach drauf achten. So, always observe monsters and the environment to anticipate their elemental weakness. Ja, super. If you get it wrong and use a water element attack on a monster that loves water, you could end up healing or giving the monster more power. Ja, wenn wir also Wasser an einem Wassermonster ausprobieren, dann kann es passieren, dass wir das gute Stück heilen. Thanks, Leon. You know a lot about this stuff. You're like a monster hunter or something. Sind wir, jetzt fragen wir Leon, ob er ein Monsterjäger ist. Well, not really. It doesn't matter, let's go. Er will uns das scheinbar nicht sagen, was er hier macht. Bewegen wir uns doch mal weiter. Ja, das ist jetzt aber echt ein bisschen sehr leise. Das stelle ich mal wieder um. So. Das Blöde ist... Ah. Okay. Hä? Das ist anders als bei anderen Spielen. Man sieht... gleich zwei. Sky war Night. Humansch! I fall from sky. Must be magic. Scour withered. Not magic. Smells funny. Must tell master. These creatures can talk? Ja, ich frag mich auch, wieso können diese Waschbären oder was auch immer das sein soll, reden? I had no idea they could talk. What's going on here, Skaver? Quiet, Fishboy. We not care for you. Also, die sind scheinbar hinter uns her und nicht hinter Leon. Fishboy? Always stealing our fish. Ja, ist natürlich auch gemein. Kann man ja auch nicht machen. Night, let's go. Yes. Die ist die Frage, was machen wir? Scaver Knight und Scaver Withered. Der Knight, der macht bestimmt gut Aua. Ich würde sagen, Leon greift den an und ich kümmere mich um den Knight. Okay. Die Scavers sind abgehauen. That was strange. I can't believe they can talk. I've been living out the ruins here for years. Also auch Leon wusste nicht, dass die guten Viecher reden können. Dann machen wir uns mal weiter auf zu Leons Hütte, aber erst in der nächsten Folge.